Geschichte, die jetzt kommt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die geht einem nach. Die Frau Markhecker aus Tintikon hat offene Rechnungen über Tausende von Franken, die sie schlicht und ergreifend nicht zahlen kann. Sie hat ganz einfach kein Geld mehr und sie kann nicht arbeiten, weil sie schwer krank ist. Das hier, das ist ihr Krankheitsdossier. Und ich würde sagen, das ist ein ziemlich dickes Dossier. Vor 2 Jahren hat Manuela Markhecker auf der Intensivstation um ihr Leben gekämpft. Seither kämpft sie um ihre Existenz. Und die IV, die so Leute eigentlich helfen sollte, hat bis jetzt nur eins gemacht: sie hängen. Der Beitrag von Nadine Wotli. Manuela Markhecker leidet unter einer schweren Autoimmunerkrankung, die ihre Gelenke angreift. Sie kann nicht mehr arbeiten. Seit über 2 Jahren liegt ihr Dossier bei der IV. Die 33-Jährige wartet auf den Rentenbescheid. Wie lange noch, weiß sie nicht. Das Ersparte ist aufgebraucht. Sie bezieht Sozialhilfe. Die alleinerziehende Mutter muss jeden Franken 2-mal umdrehen. Ich schaue auf die Aktionen, weil bei uns gibt es nicht im Alltag Fleisch. Und wenn es mal Fleisch gibt, gibt es mal Schinken oder Hackfleisch. Das Sozialamt wies Manuela Markhecker an, in eine billigere Wohnung zu ziehen. Die liegt im 3. Stock, ohne Lift. So anstrengend sind die Schmerzen und einfach, ja, es sind 3 Stück. Gegen die Dauerschmerzen im ganzen Körper klebt sich Manuela Markhecker alle 3 Tage ein neues Pflaster auf, das Morphium abgibt. Wenn die Schmerzen trotz des Pflasters nicht auszuhalten sind, nimmt sie zusätzlich noch Morphintropfen. Ohne Opiate geht's ihr schlecht. Dann bin ich ziemlich gereizt, weil ja, ich mag den Schmerz gar nicht auszuhalten. Ja. Also ich bin froh, dass es Schmerzmittel gibt. Wäre aber froh, wenn ich keine müsste nehmen, logischerweise. Manuela Markhecker mit ihren Kindern vor 3 Jahren. Und so sah sie nach dem Ausbruch der Autoimmunerkrankung aus. Die Haare fielen ihr aus, der Mund war voller Blasen und die Cortisonbehandlung ließ sie aufquellen. Seit über 2 Jahren fragt sie sich, ob ihr die IV jemals eine Rente zuspricht. Für Invalide wird es immer schwerer, eine Rente zu bekommen. Im Jahr 2002 lehnte die IV 26% aller Neuanträge ab. 2009 sagte sie bereits zu 53% aller Rentengesuche nein. Die Zahlen zeigen, die IV hat ihre Praxis massiv verschärft. Unterwegs zur Hausärztin. Bei jedem Schritt kugelt ihre rechte Hüfte aus. Grüezi, Frau Markhecker. Guten Tag. Wie geht's? Ja. Zum Laufen. Noch schlimmer als das Hinken sind die anderen Beschwerden. Beim sogenannten Morbus Behçet greift das Immunsystem alles an, auch die inneren Organe. Frau Markhecker hat ausgeprägte Gelenksbeschwerden mit Entzündungen und Schwellungen, immer wieder an verschiedenen Gelenken, wo sehr schmerzhaft ist. Daneben offene Schleimhäute im Maul- und im Magen-Darm-Trakt, immer wieder mit blutigen Durchfällen. Und daneben ihre Hüftproblematik mit ihrer Hüfte, die bei jedem Schritt fast ausrenkt und auch sehr schmerzhaft ist. Ablösen. Heilung gibt es keine. Die Behandlungsmöglichkeiten sind beschränkt. Vor 2 Jahren brach die seltene Erkrankung voll aus. Ihre Lungen versagten. Markhecker kam auf die Intensivstation des Zürcher Unispitals. Seither ist sie bei der IV angemeldet. Für ihre Hausärztin steht fest: Meiner Meinung nach hat Frau Markhecker eindeutig Anspruch auf eine IV-Rente. Sie hat leider eine chronische Erkrankung und wird in den nächsten Jahren nicht arbeitsfähig sein. Trotz klarem Befund. Erst Ende August lässt die IV Manuela Markhecker medizinisch begutachten. Nach 2 langen Jahren mit ein paar Vorabklärungen. Die IV-Stelle in Aarau rechtfertigt sich. Die SVA Aargau setzt alles daran, jedes einzelne Dossier zügig voranzutreiben und entscheide innerhalb nachvollziehbaren Fristen für die betroffenen Menschen zu fällen. 2 Jahre stellen in der täglichen Praxis bei einer komplexen Situation einen wirklichkeitsnahen Wert dar.
Das lange Warten auf den Bescheid der IV bringt viele Menschen in Not, sagt Andrea Mengis vom Invalidenverband ProCap. Im Fall von der Frau Markegger scheint es mir unverständlich, dass man 2 Jahre gewartet hat, bis man eine medizinische Begutachtung in Auftrag gegeben hat. Weil es ist eine Frau mit sehr vielen verschiedenen Diagnosen, komplexer Gesundheitszustand. Und da scheint mir, dass man relativ früh nach der Anmeldung können feststellen vom regionalässlichen Dienst her, dass eine Begutachtung nötig wird und die bereits von Anfang an können in Auftrag geben und parallel dazu Abklärungen schon machen von der IV selber. Die IV gewährt immer weniger Neurenten und gibt deshalb immer mehr Geld aus für Abklärungsmaßnahmen. 2006 zahlte sie dafür 123 Millionen Franken. 2009 waren es bereits 185 Millionen Franken. Ein Plus von 50% in nur 3 Jahren, trotz weniger IV-Fälle. Mittagessen mit den Kindern. Es gibt Elplermakronen. Zum Kochen fehlt der alleinerziehenden Mutter oft die Kraft. Sohn Sirin und Tochter Cheryl helfen mit. Beide haben für ihre Mutter große Wünsche. Dass sie gesund ist und dass sie ein grosses Auto haben kann. Wo man den Rollstuhl tun könnte. Dass meine Mami wieder besser geht. Und was wir haben, ist eine neue Wohnung. Die Lage der Familie spitzt sich zu. Die Rechnungen für die Haushaltshilfe der Spitex kann Manuela Marchegger nicht bezahlen. Zum ersten Mal in ihrem Leben bekommt sie einen Zahlungsbefehl. Mit den Rechnungen bin ich auf Gemeinde. Mit dem ganzen Stoss, muss ich sagen. Unter anderem auch die Spitex-Rechnungen. Ich bin über eine Stunde lang am Schalter gestanden. Der Herr hat es dann geprüft und hat mir dann eben gesagt, ich muss mich betreiben lassen. Und das sind alte Schulden und sie können nichts machen. Ihre Zukunft ist ungewiss. Ihre Krankheit füllt einen Bundesordner. Es bedrückt die alleinerziehende Mutter, wie schwer die Kinder an ihrer Krankheit zu tragen haben. Manuela Marchegger hat für sie einen Wunsch. Ja, ich denke, dass meine Kinder Rucksack erleichtert wird. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich das Gleiche. Wie kann das sein, dass die Frau mit diesen gesundheitlichen Problemen über 2 Jahre lassen warten. Das darf man doch nicht machen mit einem Menschen. Erst recht nicht. Jetzt hat es gesehen, wo die IV immer mehr Geld ausgibt, für Anträge super abzuklären. Da muss es doch einfach möglich sein, dass man nach ein paar Monaten weiss, wie schwer die Frau krank ist. Immerhin, jetzt ist etwas gegangen. Eine gute Nachricht. Ich würde sagen, ein kleines Happy End in dieser Geschichte. Die IV hat endlich entschieden, Frau Marchegger bekommt eine volle Rente.